Willkommen zu No Status Baby, dem neuen Online-Interview-Format. Offensichtlich interessierst du dich für guten Content und für authentische, prominente Persönlichkeiten. Schön, das freut uns. Wir wünschen dir viel Inspiration und schöne Momente mit den Interviews zu unserem Januar-Thema Neuanfang und Veränderung. Persisch-bayerische Moderatorenschönheit Melissa Karley besucht uns und spricht über familiäre und persönliche Neuanfänge. Gott, war ich orientierungslos. Und ich sage, ich war teilweise depressiv, weil ich nicht wusste, was ich machen will mit meinem Leben. Und ich war halt, ich wusste, ich werde jetzt nicht Medizin studieren oder Anwalt oder Anwältin werden oder sonst irgendwas. Ich wusste, ich will irgendwas im künstlerischen Bereich machen und nicht, oh, dann sag das mal deinen Eltern. Ich werde Sängerin, ich werde Tänzerin, ich werde Schauspielerin, ich werde Moderatorin. Irgendwas werde ich schon davon. Und meine Eltern waren auch so, naja, aber du kannst dich auch für irgendwas entscheiden. Okay, mein Vater hat immer was Schönes zu mir gesagt. Er meinte, du kannst werden, was du willst. Ich sage nicht, dass du Ärztin werden sollst. Aber wenn du, obwohl er das gesagt hat damals, als ich in der dritten Klasse war, meine Tochter wird Ärztin. Egal, so typisch Perser halt, ne? Mein Papa meinte irgendwann zu mir, ich glaube, da war ich 20, 21, wusste nicht wohin. Ich hatte so ein paar Praktika beim Fernsehen gemacht, beim Radio, habe als Redakteurin gearbeitet. Aber irgendwie war das alles nicht so wirklich das, was ich machen wollte. Dann kam ich irgendwie gedacht, okay, jetzt werde ich Musical-Darstellerin. Habe dann angefangen, so Workshops zu machen im Bereich Musical, weil ich 6 Jahre lang getanzt habe und singen war schon eh meine Leidenschaft und dachte, ach, Schauspielen kann ich sowieso, also mache ich doch irgendwie das. Und ich war halt immer so ein Tausendsasser und jetzt will ich das und morgen wollte ich das. Und irgendwann meinte mein Vater zu mir, egal was du werden willst und wenn es Putzfrau ist, tu es und werd die Beste und mach es. Oh, wow. Aber werd die Beste und zieh es komplett durch. Schön. Und mach nicht 10.000 Sachen gleichzeitig. Und ich weiß, dass ich viel machen könnte und ich bin jetzt auch kein Mensch, der untalentiert ist. Also weißt du, was ich meine? Nee. Also ich kann Dinge und ich weiß auch, dass ich Dinge machen könnte und kreieren könnte. Aber allein das, dass so viel Angebot da ist, Angebot nicht im Sinne von Leute bieten dir was an, sondern du kannst selbst so viel kreieren. Ja. Und allein das überfordert mich manchmal. Ich frage mich, was mit der Generation danach passiert. Also das ist ja bei uns jetzt schon total schwierig. Aber wenn ich jetzt so meine Nichte und meinen Neffen sehe, die irgendwie Teenager sind, hey, in 10 Jahren, was da alles möglich sein wird, was du alles machen kannst. Was sollen die denn, woher sollen die denn wissen, was die machen, also was die werden wollen? Früher hattest du die Möglichkeit, bist du Arzt, bist du Anwalt, bist du Fachangestellte für was weiß ich. Oder gehst du halt irgendwie in diese künstlerische Richtung so. Aber jetzt guck dir die Kids an. Ich werde Blogger, ich werde YouTuber, ich werde Influencer, ich werde schieß mich tot. Weil es gibt halt so viel Angebot. Ich mache irgendwas mit Medien. Ja, das ist echt. Das hat viel, viel Auswahlmöglichkeit. Fühlst du dich dadurch so ein bisschen orientierungslos? Dass es zu viel, also dass du nicht weißt, in welche Richtung, dass du sagst, okay, ich mache jetzt nur, keine Ahnung, ich mache jeden Tag einen Blog. Ich mache jeden Tag einen Vlog. Ich mache jeden Tag eine Instagram-Story. Ich mache jeden Tag, keine Ahnung. Ja, also ich muss sagen, ich bin schon sehr froh, dass ich inzwischen meinen Job gefunden habe. Ich meine, ich bin Moderatorin und das ist das, womit ich mein Geld verdiene. Das ist deine Berufsbezeichnung. Und das ist meine Berufsbezeichnung. Ich habe eine Berufsbezeichnung. Hab das jetzt erstmal alles so ein bisschen sortiert und weiß, in welche Richtung ich gehen möchte. Was jetzt vielleicht in der Zukunft noch dazukommt, was man vielleicht so ein bisschen wie so Puderzucker noch drüber streut, gerne. Aber ich bin echt froh, dass ich jetzt weiß, dass ich einen Beruf habe.